Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Valentines-Special. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Valentinstag und ich dachte, wir machen eine Valentinstag-Make-up-Pflege-Routine und zwar unter dem Motto: Ich verliebe mich neu in mich selbst, so dass ihr dann später nach dieser Routine in den Spiegel guckt und sagt: Who are you, girl? Ja, das ist so das Goal von diesem ganzen Video. Deswegen, wenn ihr meine Routine sehen wollt, dann bleibt jetzt dran, denn es geht los. So, ich habe noch absolut gar nichts drauf, noch nicht mal meine Gesichtscreme. Deswegen beginnen wir auch direkt mit meiner Peeling-Maske von Artistry. Ich weiß gar nicht, ob ich sie mal schon mal so ausführlich in einem YouTube-Video erklärt und gezeigt habe. Auf jeden Fall, ich liebe einfach, wie sie riecht, wie so ein geiler Joghurt, wirklich. Ja, und die Inhaltsstoffe von diesem Peeling sind natürlicher Zucker und Johannisbeere. Und ich trage mir das jetzt über mein gut gewaschenes und trockenes Gesicht. Ihr solltet das Peeling auf eure saubere und trockene Haut auftragen. Ich verteile das auch gut über meine Lippen. Die brauchen auch ein ganz gutes Peeling. Guckt mal, wie gut die Creme schon bereits verbraucht ist. Wir haben sie letztes Jahr, ich glaube im Mai, bestellt und wir benutzen die natürlich auch zu dritt. Meine Mama benutzt sie gerne, meine Schwester und ich muss sagen, dafür hat sich das übelst gelohnt und auch der Effekt dieses Peelings, einfach nur Hammer. So Leute, jetzt lasse ich die Maske so 15 bis 20 Minuten einziehen, danach wasche ich alles ab. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. So Leute, nachdem ihr euer Peeling abgewaschen habt und auch eure Haut trocken gemacht habt, geht's schon weiter. Und ich muss sagen, es fühlt sich so angenehm gut an. Wirklich, das ist so ein angenehmes Gefühl, was dieses Peeling hinterlässt. Und zwar arbeite ich jetzt mit so einem Eyebrow-Styler und Facial Shaving. Das ist quasi wie so ein kleiner Gesichtsrasierer. Und da ich das Problem gerade habe, dass ich keine Augenbrauentante habe, die mir immer so meine Härchen entfernt, musste ich mir zu helfen wissen. Ihr wisst ja, ich habe bereits so ein paar Gesichtsrasierer schon ausprobiert, aber die waren nicht wirklich das Gelbe vom Ei, weil nach einem Monat sind die dann halt kaputt gegangen. Und da habe ich mir gedacht, egal, ich hole mir jetzt die hier mal und probiere sie mal aus. Das ist perfekt für oben. Das, was ihr nicht wollt, oder hier, wenn ein bisschen Flaum hier oben gewachsen ist. Und ich muss sagen, ich bin damit jetzt die letzten Monate sehr gut zurechtgekommen. Ich hatte bereits schon einen, der ist aufgebraucht worden. Das merkt ihr dann, dass er nicht mehr so gut schäft. Und die gibt es ja von Wilkinson in einem Set. Da sind 3 Stück drin. Ja, das ist jetzt Nummer 2, was ich benutze. Und dann, ja, gehe ich halt so über mein Gesicht und da, wo ich die kleinen Härchen sehe, die entferne ich mir dann. Das ist eine sehr praktische Sache. So Leute, nachdem ich meine Augenbrauen in Form gebracht habe mit diesem Shaver und generell so mein Gesicht ein bisschen entharter. Auf jeden Fall, Leute, geht's jetzt weiter. Ich habe ja damals meine Augenbrauen und mein Oberlippenbärtchen, sage ich mal, oder generell Haare im Gesicht mit der Fadenmethode entfernt. Ja, das ist ja jetzt derzeitig nicht möglich und alleine kriege ich es hundertprozentig nicht hin. Allein schon wegen dem Kraftaufwand. Und deswegen habe ich mich jetzt für diese Methode entschieden. Auf jeden Fall klappt es sehr gut damit. Ich bin sehr zufrieden damit. Und nach dem Faden, also generell nach so einer Gesichtsreinigung bzw. Enthaarung, hatte ich oft so ein leichtes Brennen auf der Haut. Die Haut fühlt sich auch ein bisschen gereizt an. Dagegen hilft mir persönlich immer diese Maske von Artistry, und zwar die grüne feuchtigkeitsspendende Maske. Also der Inhaltsstoff von dieser Maske ist Grüntee und die tragen wir uns jetzt erstmal auf, um die Haut noch mal so zu beruhigen. Und oh, das fühlt sich einfach wieder so gut an. Leute, gönnt euch einfach eine Maske heute. Wirklich, das tut so gut. Meine Lippen sind auch sehr trocken, deswegen trage ich die mir auch auf meine Lippen auf. So Leute, die Maske lasse ich jetzt einziehen und dann sehen wir uns gleich wieder.
So Leute, die Feuchtigkeitsmaske habe ich gerade abgewaschen und es fühlt sich so gut an. Ich habe sie so ungefähr 5 Minuten drauf gelassen. Weiter geht's jetzt mit meiner Essentials Feuchtigkeitscreme, die Cream Hydrating Cream von Artistry. Die ist schon so gut wie aufgebraucht, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch echt zufrieden mit der. So Leute, ich lasse jetzt die Feuchtigkeitscreme einziehen. Und dann trage ich mir mein Make-up und meinen Concealer auf, aber das mache ich off-camera, weil die Produkte sich eigentlich da nicht geändert haben. Es ist immer noch dieselbe Foundation und noch immer derselbe Concealer. Und danach kommen wir zu den Augen. So, meine Lieben, die Foundation ist drauf, der Concealer ist drauf und ich habe hier noch so wundervolle Steinchen von BH Cosmetics und zwar aus der Gem On. Auf jeden Fall habe ich hier einmal so Perlen und einmal so Steinchen und ich habe voll Bock drauf, mit denen hier einen Augen-Make-up-Look zu kreieren. Und da alles sehr weiß und so glamourös gehalten wurde, dachte ich mir, passt auch super die Y-Pulse-Palette von Boutique. Ja, die hat hier so schöne auch weiße Farben. Vielleicht arbeite ich auch mit Blau. Mal gucken, mal gucken. Ich nehme jetzt erstmal so einen leicht angewinkelten Pinsel. Und zwar aus der BH Cosmetics Reihe, der Christmas Reihe sogar noch, den Pinsel 9. Dann gehe ich erstmal in die Farbe Society. So ein Holo Schneeweiß. Ich lasse mich mal heute so ein bisschen vom Schnee inspirieren, der noch übrig geblieben ist. Und mache jetzt einen Wing. Ich setze hier an. Auch wenn man das nicht doll sieht. Okay, Leute, man sieht echt nicht viel von der Farbe. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt noch in die Farbe OV reinzugehen. Das passt eigentlich auch schon zu dem, was ich so vorhabe. Bam. Und das ist echt gut, dass ich vorher in die Farbe Society reingegangen bin, weil das hat jetzt nochmal so einen schöneren Effekt. So, Leute, ich habe jetzt mir ein wenig Concealer aufgetragen. Und zwar vom Innenwinkel, inneren des Augenwinkels. Und ziehe das jetzt bis zum Wing ein wenig. Jetzt nehme ich den Pinsel 6 und gehe in die Farbe Pausy Prism. Und fülle alles ab den Wing hier aus mit der weißen Farbe. Die ist nicht ganz weiß, weil sie reflektiert und hat dabei so einen rosanen Schimmerton. Ich habe mich jetzt entschieden, nochmal komplett mit Society über das ganze Augenlid zu gehen und auch hier unten ein wenig vom Inner Corner bis nach außen in den lila Ton zu ziehen. So Leute, das ist fast der Finishing Look, deswegen gehe ich jetzt mal weiter in meine Steinchen und zwar in die weißen habe ich mich jetzt mal entschieden. Ich habe da so einen Look im Kopf und die Steinchen packe ich jetzt mal komplett aus. Ich überlege gerade, die kleinen oder die großen Steinchen zu nehmen, aber ich denke, die großen sind effektvoller. Deswegen nehme ich jetzt ein großes Steinchen und setze mir das ins Innere meines Augenwinkels. Ja, hat was, oder? Was sagt ihr? Weiter geht's mit einer folgenden Sache, die ich letztens in der Drogerie gefunden habe. Von Manhattan ein Boosting Primer Volume Lash Primer. Also ein Primer quasi für die Wimpern. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der wirklich auch was taugt. Ich kann mir das immer schlecht vorstellen, dass diese Primer für die Wimpern was bringen. Aber ich probiere es jetzt mal vor laufender Kamera mit euch aus. Doch, das holt, finde ich, das Beste aus den Wimpern raus. Ich kann euch gleich mal näher ranholen. So, Leute, ich finde, sie kämmt einfach nochmal die Wimpern richtig gut durch. Und jetzt gehe ich mal mit meiner normalen Wimperntusche drüber und mal gucken, ob sie wirklich irgendeinen Effekt erzielt. So Leute, ich benutze die Mascara von Strong Fitness Cosmetics. Ich glaube, ich habe sogar immer noch einen Rabattcode da drauf. Also ich meine, also falls ihr mal was von der Marke testen wollt, ich kann euch gerne in die Infobox den Rabattcode hinterlassen. Ja, der Primer hat auf jeden Fall was mit den Wimpern gemacht. Krass. Die Wimperntusche ist an für sich schon nicht schlecht, aber schaut euch mal diesen Effekt an. Wow. Der einzige Nachteil nur bei dieser Wimperntusche ist diese fette Hummelbürste. Also, wenn man feine Bürsten eher mag, ist das halt nichts. Aber sonst, ich finde, sie erfüllt halt seinen Zweck und kämmt auch gut die Wimpern durch und hinterlässt auch gut Farbe. Schaut euch mal das an.
So Leute, das ist mein fertiger Augenlook. Ja, ich konturiere mal eben schnell und dann machen wir weiter mit dem Highlighter und den Lippen. So Leute, das ist mein fertiger Augenlook und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe gerade auch konturiert und geblasht mit meiner BFF Better Together Palette. Irgendwie wie fast in jedem Video, deswegen habe ich den Schritt jetzt nicht einzeln nochmal aufgezeichnet, weil ihr könnt das in meinen bisherigen Looks auch alles verfolgen und sehen. Und dann wären wir jetzt auch schon beim Highlighter. Und zwar benutze ich heute den Highlighter von Batik, den FCE Light Beam. Und ich fand, der passt einfach sehr gut zu meinem Augenlook. Ja, wenn schon, dann machen wir es heute richtig, übertreiben wir richtig. Obwohl dieser Highlighter echt krass ist, haben wir ihn sehr gerne benutzt. Und ich gehe jetzt in den Farbton Beam rein. Nicht wundern, wenn ich wir sage, dann meine ich auch meine Schwester und mich. Okay, ich trage den Highlighter hier oben auf, beam. Und beam, er ist da. Yeah, I love it. So Leute, das ist mein gehighlighteter Look. Gutes Deutsch mal wieder. Was sagt ihr dazu? Weiter geht's jetzt mit den Lippen. So Leute, als Lippenprodukt benutze ich von Catrice den Better Than Fake Lips. Den hatte meine Mama auch schon letzte Woche in ihrem Video ausprobiert. Sie war unser Versuchskaninchen und bei ihr hat es funktioniert. Ja, ich verlinke euch gerne nochmal das Video hier irgendwo oben. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber heute probiere ich diesen Lip Booster Plumping Lip Primer mal aus. Mal gucken, ob das auch bei mir funktioniert. Und ja, ich trage den jetzt erst mal auf. Ich mache das auch wie bei meiner Mama im Video ein bisschen hier drüber. Okay, ein sehr interessantes Gefühl. Oh, es brennt jetzt ein bisschen. Okay, Leute, ich lasse es ein bisschen einziehen und oh krass, man merkt ja jetzt schon voll was. Ein sehr interessantes Gefühl. Ich kann es euch nicht genau beschreiben, aber ich lasse es jetzt mal ein wenig einziehen. Und dann geht's auch schon weiter. Oh, voll interessant, wie ich mit Hyaluron-Lippen aussehen würde. So Leute, ich habe jetzt diesen Lip Primer einziehen lassen und guckt euch mal dieses Ergebnis an. Ich find's voll schön. Ja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu meinen neuen Hyaluron-Lippen? Ja, ich trage jetzt einfach ein Gloss über meine Lippen und zwar wie immer den von Miss Bella. Den Lip Gleam, den habe ich irgendwie auch in jedem Video in letzter Zeit. Ich benutze das Produkt total gerne. So Leute, das ist mein Finishing Look vom Make-up. Aber ein richtig fertiges Styling ist meiner Meinung nach erst, wenn man seine Haare gemacht hat. Deswegen mache ich jetzt auch meine Haare und ich würde sagen, bis gleich. So Leute, das ist mein Finishing Look. Was sagt ihr zu meinen Haaren, zu meinem Make-up? Wie gefällt es euch? Und meine Botschaft eigentlich von diesem Video ist es, sich wohlzufühlen, sich im Spiegel anzuschauen und zu denken, wow, that's my girl. Und ich muss sagen, ich bin so zufrieden mit meinem heutigen Make-up und Look. Ja, es tat mal wieder gut, sich so richtig fancy zu schminken. Einfach auch nur für mich selbst, für mein Wohlbefinden. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie eure Self-Love-Routine aussieht. Was tut ihr, um euch gut zu fühlen? Was hilft euch dabei? Ist es Make-up? Ist es gutes Essen? Das hilft mir auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte jetzt. Und hier kommt ihr zu zwei weiteren Videos. Und wir sehen uns dann nächste Woche in neuer Frische auf meinem Kanal. Tschüssi!